Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 4, Folge Nummer 41, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn nicht, labere ich gerade große Kacke. So, wir sind immer noch bei dem Zelt von Lingus. Wir sind ja da ein bisschen abgestürzt. Plan war ja, dass wir jetzt uns die Maske da unten holen und daran halte ich auch fest. Weil die ist nämlich gleich um die Ecke. So, diesmal werden wir versuchen, weniger schnell zu sterben. Oh. So, einmal hier einhaken. Das Ganze alle mal ein bisschen slowly angehen hier. Oh. So, jetzt sind wir ja ausgehakt. Die Frage, wo müssen wir weiter? Oder aushaken war kacke. Wieder einhaken. Oh, mal gucken. Man hört schon das Gebrumme von dem komischen Zeug. Ja. Warum das hier schon wieder zerlegt hat und wir sind irgendwo kacke gelandet. Ah ne, da kommen wir raus. Da geht's lang hoch. Okay, Bean. Aha. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Einmal gekonnt geworfen und jetzt geht's rauf da. Oh. Ah, wir müssen ein bisschen runter und dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen schwingen. Ah, so läuft das. War ich ein bisschen ruhig, musste mich also orientieren und konzentrieren. Ja, mal ihn, ja. Und der hat die Maske auf. Das ist ja einfach zu finden diesmal. Und ein Stückchen Papier. Lesen, Mann. Die Tiefe. Yalung hat lang vor Banshur gesungen, aber unter der Tiefe im Boden, wo niemand es hörte. Blut ist der Weg im Gehör verschaffen, ich weiß es. Die Ziege, alle klar. Apropos Ziege, du hast komische Maske auf. So. 7 von 55. 3 bis zur nächsten Belohnung. Das heißt, ab 10 gibt es eine Belohnung. So. Hier hätten wir wahrscheinlich auch runtergekommen. Als solches. Ich bin planlos. Wir gucken mal auf die Map. So. Da wäre halt ganz spannend. Da müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen zurückbewegen hier. Oh, M-Fähigkeit. Das ist toll, weil wir haben ja ein paar Fähigkeitspunkte noch gehabt. Hier haben wir das Waffen wechseln und zielen mit geht jetzt viel schneller. Das ist schön, dass er schneller geht. Was haben wir denn hier? Mit der Spritze kannst du doppelten Schaden anrichten und allein ist. Achso, das war diese Superspritze. So, wenn ich mir das aber angucke, wäre das wahrscheinlich momentan das Sinnvollste. Und was haben wir dann hier? Faust und Präzisionswaffen können beim Zielen nachgeladen. Das nehmen wir auch mit. So, da haben wir wieder ein bisschen was ausgegeben. Ob sinnvoll ist, das werden wir sehen. So, wir schauen mal hier, wie sieht es aus? Der ist voll. Ja, einmal voll geladen. So, Grünzeug mitnehmen hier. Wobei wir eher grüne Blätter brauchen. Das, die Frage, ich würde ja gerne mal gucken, ob dieser Swing-Suit da wirklich was bringt. Entweder stürze ich jetzt in Tod. Nein, stürzen wir nicht. Doch, stürzen wir schon. So ein Mist aber auch. Okay, die Höhe war ein bisschen gering, die Bäume zu niedrig, nee, zu dicht und schon waren die Bäume ganz dichter als wir wollten. Das ist uncool. Einfach mal nur so fürs Protokoll, das finde ich persönlich uncool. Wer das auch uncool ist, gib mir einen Daumen nach oben. So viel zu dem Thema. So, laden tun wir wieder. Ach ja, bleibt immer noch die Frage, soll ich die Ladesequenzen rausschneiden oder nicht? Dann spart ihr euch mein Gelaber. Oder tja, ihr wollt das Gelaber trotzdem haben und damit nichts zu verpassen. Weil die sind doch extrem unterschiedlich, die Ladezeiten. Mal ganz kurz, mal ganz schnell. Ich glaube, hier werden wir wieder bestimmt oben bei Lingo starten. Das heißt, wir müssen im dümmsten Fall nochmal die Maske holen. Aber diesmal wissen wir ja, wo die ist. Du stürzt ins Wasser und verletzt dich nicht. Schön. Ja, wir starten bei Lingus. Blick auf die Map sagt, Maske haben wir. Das heißt, Maske müssen wir nicht holen. So, wir können es ja nochmal versuchen mit dem
Slingshot. Oh, so geht das ja. Weniger Bäume, da klappt das auch schon. Mal gucken, wer sollte mal schon mal die Finger auf die Zehe halten. So. Ja, da hat er diesmal gepackt. So. Und hier unten war ein Kommandant, habe ich gesehen oder gehört. Mal gucken, ob der noch da ist. Okay, da ballern welche rum. Okay, da ballern wirklich welche rum. Aber wir haben ja kein Scharfschützengewehr. Aber wir haben das hier. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Der fällt einer um. Und die fragen, ob der jemand ist. Oh, mal gucken, dass wir hier vielleicht wieder. Okay, der hat uns noch nicht gesehen. Keine Gnade. Ja, keine Gnade, da hat er recht. So, bin aber ziemlich angespannt. Ich weiß nämlich noch nicht, wie dicht der ist. Ich weiß, dass da jemand ist. Ist ja auch kein Kunststück. Weil immerhin sind zwei Leute tot. Und du wunderst dich, ob da jemand ist. So, da ist wieder einer tot. Und da ist wahrscheinlich, das ist der Offizier. Der ist auch kein Kunststück. So. Das andere Geräusch, was ich gerade gehört habe, gefiel mir gar nicht. Zisse. Wo der herkam, weiß ich auch nicht. Das große, gebraune Gebrumme. Okay, da ist noch irgendwo einer. Okay. Der scheint aber eher woanders zu sein. So. Hier ist der Offizier. Den braucht man, weil Hundemarke. So, wir gucken mal, dass man hier ein bisschen. Okay. Oh, wo hänge ich gerade ein bisschen fest? Ah, ne. Oh, wo hängt gerade eine Taste von mir? Das ist nicht so schön. Tch, da kommst du an, dann steigt er einfach ein. Jetzt haben wir aber hier die Bremsen deaktiviert. Ja, super. Naja, wir befummeln mal die Jungs. Nehmen wir mal, gucken, was wir looten können. Oh, auch nein. So rum. So. Haben wir den doch erwischt? Das wäre eine geile Nummer, wenn wir den erwischt hätten. Einfach kurzerhand von hinten in die Karre geschossen. So wie es aussieht, ja. Ja, da liegt er rum. 1A. Also, wenn das nicht ein super Schuss war, ich bin begeistert. Ich bin förmlich aus dem Häuschen. So, apropos förmlich aus dem Häuschen. Wir sollten mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Nett wäre das, nach da zu gehen, weil da ist nämlich noch eine Maske. So, das heißt aber, wir sparen uns einfach mal den Weg mit dem Auto, weil das bringt ja relativ wenig. Ja, mein Kukri ist nicht mehr ganz scharf. Okay. Genau wie mein Ehemann. Oh, nochmal schön Männerdiss reingehauen, muss auch mal sein. So, hier geht der Weg hoch. Manchmal sind die Teile echt unübersichtlich. Da weißt du ja nicht, wo du zuerst hin sollst. So, aber hier sieht es gut aus. Ich glaube, hier waren wir doch letztes Mal, als wir versucht haben, den Weg zu Lingo zu finden. Die Querfeld-1-Nummer. So. Mal schauen wir doch mal hier auch wieder Querfeld-1 hinkommen. Wahrscheinlich auch da, wo es sich lohnt. Und zwar lohnt tut sich da, wo es den. Oh, Jax. Jax. Brauchen wir hier noch Jack?
Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die Jacks mal durch. Da brauchen wir einen Schneeleoparden, ja. Nö, Jack. Da brauchen wir. Da brauchen wir auch einen Bären. Nashörner. Nein, Jack brauchen wir nicht. Ich frage, ob wir uns hier vorbeimogeln können, ohne dass die aggro werden. Weil Akro-Jack brauche ich jetzt nicht gerade. Okay, wie kommen wir hier runter? Oh. Ah. Hier haben wir das Versteck dann doch gefunden. Und da ist das Büchlein. Einsammeln. 5 noch 20 bis fertig. Okay, wo müssen wir hin? Also, sind wir dann nach unten angekommen. Und das ohne zu sterben. Da haben wir eine Kiste. Weil das war schon merkwürdig mit dem Abseilen, dass wir da zweimal massiv abgestürzt sind. Außer ohne klar erkennbaren Grund. So, und wir sind unten im Grünen. So, Lämpchen ausgemacht, da haben wir laute Klingen gehört. So, was sind das überhaupt für ein lustiges Symbol, was der uns immer hier anzeigt? Ah ja, das ist hier. Goldene Fahrtmission. Übernimm dir eine Kampagne für den goldenen Pfad. Du erhältst eine große Menge XP. Das ist schön. Wo sind denn die anderen? Ah, hier haben wir noch Sniper-Mission, Jagdkontrolle. Ah ne, Jagd und sowas. Wäre halt auch spannend, da mal hinzugehen. Aber jetzt sind wir erstmal hier unterwegs. Sollten wir gucken, was wir hier so finden. Kloster wahrscheinlich nicht. Da oben ist... Ich würde sagen, wir bewegen uns einmal hier lang hoch. Den Turm, den Außenposten und dann zu Yogi. Würde ich sagen. Da oben ist noch so viel zu tun, Alter. So viel zu tun. Das wird echt eine Arbeit ausarten. So, was haben wir denn hier? Was ist das überhaupt? Bombenschärfung. Verhindere in dieser Aufgabe, dass die Royal Army mit goldener Fahrt mit einer Bombe schadet. Probieren wir alles aus hier. Aber erstmal... da unten steht ein Fahrzeug... Ganz alleine. Niemand in der Nähe. Ob das gut ist? Weil spannend wäre schon, wo der Eigentümer davon ist. Aber wir fragen nicht erst, wir nehmen einfach. So, fahrtmäßig hier lang runter, rechts, links gucken. Okay. Die nehmen wir natürlich mit hier. Schön, ich hoffe mal nicht, dass der da reinfährt. Ja, der ist weg. Ich würde sagen, der ist da reingefahren. Gut. Da hat sie das auch geklärt, ja. Leute, Senderpreis Kühlreis. Am Mikrofon Rabbi Ray Rana. Ich hasse, aber das ist egal. Weil Pagan den einzigen Flughafen des Landes. Okay, da vorne fährt auch einer rum. Ich habe gesehen, die Flugzeuge am Flughafen starten gleich. Ja, das haben wir alle. Die sind kaum zu übersehen. Aber da sitzen keine Menschen drin. Die sind voller Heroin. Ich sag das nochmal. Ein ganzes Flugzeug voller Heroin. Also, ich komme nicht von der Straße, aber. Oh, da haben wir noch erwischt. So. Mach kurzer aus der Hand, immer episch. Okay. Schön, dass ihr weiß, auf was ihr da schießt. Okay. Erstmal brennt es ein bisschen. Feuer löschen wäre super. Naja, warten wir erstmal ab. Wird sich der ganze jetzt ist er gut durchgegrillt. Einmal befummeln. Und eine Karma-Mission erledigt. Okay. Also wir waren es nicht, wir haben hier nicht geguckt. Waren andere. Okay, da mal Jax. Der schreit ja schon wieder für... Das Schlimme ist, man kann ja da nichts mehr machen bei den Mistviechern. Drecksadler. Die sind echt nervig, ganz schlimmes Viehzeug.
Die machen absolut keinen Spaß. So, was jetzt auch keinen Spaß macht, ist leider nämlich das Ende für heute. Das war's heute mit der letzten Folge für heute. Wir sind durch mit Let's Play Far Cry 4 für heute. Da geht's beim nächsten Mal dann weiter. Ich hoffe mal, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte schon meinen Spaß. Und dann gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr das erste Mal da seid. Und ich bin Matt Burago und sag Servus und Ade.